Australien. Land voller Glück. Voll von wilden Tieren, einheimischen Tänzern und natürlicher Schönheit. Und all das könnte deins sein. Schauen wir mal, wie schön es ist. Im Jahr 2021 nimmt Australien derzeit 3000 Insassen pro Woche auf. Und die Tickets kosten nur $10.000. Bei ihrer Ankunft können sie sich entspannen. Denn ein Shuttle-Service bringt sie direkt zu ihrer Unterbringung. Ihrem Hotel. Wo sie 3 anständige Mahlzeiten pro Tag bekommen, die ihnen an die Tür geliefert werden, damit sie nicht den Käfig verlassen. Wir bitten sie nicht, das Fenster zu öffnen und zu versuchen zu fliehen. Wenn ein Feueralarm ausgelöst wird, setzen sie sich bitte auf den nächstgelegenen Stuhl und warten sie auf weitere Anweisungen oder ihre Verbrennung. Es mag so aussehen, als hätten die Gefangenen hier mehr Freiheiten und Privilegien. Sie sind aber tatsächlich in einem der am strengsten bewachten Gefängnisse. Nach 2 Wochen guter Führung dürfen sie nach draußen, um die Wunder der Natur zu erkunden, die sich im Umkreis von 5 Kilometern um ihr Haus befinden. Die Insassen sollen natürlich in den zugewiesenen Zellen bleiben. Egal, denn uneheliche Besuche sind erlaubt, sofern sie ihren Sexualpartner bei der Liebespolizei anmelden. Sie müssen Ihre Single-Freunde registrieren, damit diese Regel nicht missbraucht werden kann. Ihre Sicherheitskräfte kontrollieren die Straßen, die Luft und die Spielplätze für glückliche Kinder. Jemand an der frischen Luft? Nun, das ist fein. Auf einen Ausflug gehen? Das ist natürlich auch fein. Und sein Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen, ist völlig fein. Hat die Polizei Beweise für dein Fehlverhalten in einer dieser Kategorien, werden diese weiteren Bußgelder fällig. Beachten Sie jedoch, Trinken im Freien ohne Maske ist derzeit illegal. Sie können also nicht länger zum Cocktail trinken die Maske abnehmen. Um mit einer Maske zu trinken, empfehlen wir, den Kopf nach hinten zu legen und einen Freund zu haben, der sie über das Gesicht zieht. Eine angstfreie Wirtschaft läuft derzeit auf einem Epson 505. Und das Land ist voll fantastischen Eindrücken und Kulissen. Die beiden, die Sie besuchen dürfen, sind die Krankenstation und der kommerzielle Bereich. Wenn Sie einkaufen, bitten wir, nicht nach den Produkten zu stöbern, die Sie brauchen, sondern einfach nur zu konsumieren. Nicht stöbern. Stöbern Sie nicht beim Einkaufen. Und die Polizei hält Sie ab, mit Ihren Mitmenschen zu reden. Fangen Sie kein Gespräch an. Es ist einfach nicht sicher, denn Bettzeit ist strikt ab 21 Uhr. Über die Schlafenszeit hinaus aufzubleiben, ist fein. Australien, das erfolgreichste Land der Welt. Im Flatten the Curve. Dann sehen wir uns bald.